Dann machen wir weiter bei Inferi Mario Part 75, glaube ich. Das letzte Mal Irgendwie haben wir sowas. den vierten Raum von Felix neuem Level abgeschlossen. Ich weiß es nicht. Ich habe den Namen vom Level vergessen. Wie heißt denn? Vegetari, ah ne, Herbivore. Herbivore heißt das Level, so. Okay, und wir machen weiter. Nein, nicht den loslassen, das wird dumm. Danke. Und wir machen weiter und gucken mal, was uns im nächsten Raum erwartet. Ich weiß es nämlich noch nicht. So, Wasser. Und Fischis, die uns töten. Aua. Oh ja. Oh Gott, ich muss gleich Ui. niesen. Vielleicht. Oh, das ist bitter. Oh. Das hier sieht Schwefel. wahnsinnig komisch aus, wie die Ecke hier den Busch übernimmt. Ja, Irgendwie. das geht aber nicht anders als das Cut-off. Okay. So, hier haben wir Zeug. Ah, oh, nein, nicht der Glitch. Will er jetzt echt, dass ich mit Scrolling die Viecher hier alle töte? Ja, natürlich. Wobei, ich kann die erstmal mit Yoshi essen. Das wäre Nicht, jetzt dass nicht. das auch noch anders möglich wäre, Wäre aber jetzt gut. nicht das Problem. Wozu sind die Fische da? Ah. Also Felix Level ist auf jeden Fall möglich. Ich habe ihn beenden können. Okay. Zwar gebreakt, Sehr gut. Da würde er sich ja Ja. freuen. Dass du sein Level gebreakt beendet hast. Ja, finde ich auch. Ja, der hat den Break noch nicht gefixt. Er ist total easy und dann, warum fixt er das dann nicht? Hat er Das alles ist doch vergessen. dämlich. So, also wir können natürlich erstmal mit Yoshi hier die ganzen Viecher essen. Dann muss ich die hier nicht Ah, scrollend töten. musst hier noch nicht mal scrollen töten. Du kannst da drauf springen, weil da keine Mancher drüber sind. Ah, okay, ja, stimmt. So, was haben wir? Zeit. Das gefällt mir nicht. Oh, Zu spät sind aber jetzt oh, auf Zeit. B-Switch. Das ist auch geil. Dankeschön. Den hätte ich zwar auch mitnehmen können, aber Dankeschön. Achso, warte mal, kann es sein, dass ich. Ach, ich habe einen P-Switch zu viel gehabt die ganze Zeit immer. Ach Ach, so, da sind wir weg, deswegen. okay. Ich Oh, habe einen Yoshi-Box. P-Switch. Yoshi-Box, ja, genau. Addidua novum affectationem Yoshi pro plantas. Nunc est herbivor. Noch hast du es ja nicht. Noch hast du es nicht erreicht, deswegen darfst du es noch nicht sagen. Also deswegen darf ich die Übersetzung noch nicht Ich sagen. Da sage ich die sag doch Übersetzung gar nicht. nichts. Hier ist eine Tür. Und da unten ist Zeug. Und da ist eine Blume. Und da ist eine Röhre, durch die gehen wir erstmal. Dann Okay, kommen wir aus der hier Situation ist raus. es nicht unmöglich. Aua! Ja, genau, das ist die falsche Ecke, die ich meinte. Da bin ich auch schnell erstmal gestorben. Ich brauche hier die Feuerblume. Okay. Na, brauchst du. Ja, doch, doch, doch. Die Feuerblumen brauchst du auf jeden Fall. Gut, ich brauche die Stimmt. Feuerblume für die Eisblöcke. War hier noch irgendwas? Nee, da unten ist auch nichts mehr. Nein. Und hier ist auch nichts unten. Nö. Okay, was ist in der Tür? Okay. Was? Okay, dann starte ich hier unten. Von mir aus. Nun gut, wir wollen erstmal das Yoshi zum Laufen kriegen. Dazu scroll ich das Viech hier einfach mal runter. Musst du noch nicht mal, du kannst einfach dagegen springen, Oh, aber komm, mach danke. den mal. Danke. Danke, Jan. Das. Nee, da sind so Anti-Scroll-Blöcke, du Nein, kannst. warum ist der wieder da? Zieh dich, Cooper. Nein, das ist die falsche Richtung, Josh.
Moment, aber wofür sind jetzt die Fische am Anfang? Die müssen doch irgendeine Bewandtnis haben, verdammt. Aber was für eine? Ja, jetzt was? Die Fische. Ah, die haben eine ganz coole Bewandtnis sogar. Da muss ich Felix ja sogar mal loben. Okay. Die haben auf jeden Fall eine coole Bewandtnis. Das ist cool durchdacht. Cool, cool, cool. Okay. So, jetzt verhindern wir auf jeden Fall, dass Yoshi die Zeitdinger ist. Indem wir dann mit einem Item durchlaufen. Was? Wobei, sind die überhaupt? Ja, die sind. Okay, ja. Na gut, dann verhindern wir das. Und schon wieder ein Break. Wie jetzt? Yeah. Colin, Profi. Wie Break? Das darf ich nicht, oder was? Eigentlich nicht, scheinbar. Eigentlich dürftest du gar keinen P-Switch mehr haben. Warum dürftest du keinen P-Switch mehr haben, ey? Ja, eigentlich dürftest du keinen P-Switch mehr. Warum sagt er dann immer, ich soll ihn auf den ganzen Kurs durchnehmen? Doch, warte mal. Ich lese es mir nochmal genau durch. Ja, okay, also du solltest den P-Switch damit nehmen. Gut, das ist klar. Aber dann hat Felix nicht bedacht, dass du... Oh, Felix, ey, du Vollidiot. Felix hat nicht bedacht, dass du den P-Switch einfach in den Mund nehmen kannst. Ja, gut, Otto. Das muss ich ja mal so sagen. Okay. Also das solltest du eigentlich nicht machen. Eigentlich ist das, was du machen musst, viel cooler als das mit dem P-Switch. Deswegen mach mal bitte das Richtige, das ist nämlich cooler. Dann musst du mir sagen, wie es geht. Musst erreichen, dass etwas auf Yoshis Zunge ist, obwohl es nicht mehr drauf ist. Weil du hast da zwei Items, zwei Sprites, die dich verletzen können. Was macht man mit einem Sprite, der dich verletzen kann, und einem anderen, der dann noch so schmückendes Beiwerk ist? Was nochmal? Zum Beispiel mit einer Shell normalerweise. Nochmal. Also du willst erreichen, dass Yoshi etwas auf der Zunge hat, aber dass er es irgendwie auch nicht auf der Zunge hat. Du willst die Z-Koordinate eines gewissen Sprites hier in diesem Screen verändern. Oder was die Y-Koordinate? Ach, egal. Auf jeden Fall willst du... Das hast du öfter schon bei Shells gemacht. Verglitschen. Oder... Ja, jetzt überleg was. Was, ich will den P-Switch verglitschen oder was? Nein, nicht den P-Switch. Da sind zwei Dinge, die direkt übereinander sind. Eins von den beiden willst du verglitschen. Da sind zwei Dinge direkt übereinander. Links. Der Fisch. Links. Links. Aha. Drück mal 1. Warum will ich so den Fisch? Ja, also, weil jetzt. Hey, wo sind die Fische hin? Hast du die getötet? Nein. Ich glaube nicht. Du sollst einen von den beiden Fischen verglitschen. Okay. Und jetzt kommst du. Ah, doch, du bist ja wieder. Dafür würde ich die 1 auch gedrückt lassen, weil es einfach sonst blöd ist. Okay. Und nur so als kleiner Tipp, da unten in dem See sind Invisible Blocks drin. Also du kannst da nicht runterfallen, nicht sterben. Wie soll ich jetzt einen von denen verglitschen? Deswegen kannst du den... Warum? Ja, du kannst dich da unten reinstellen. Du kannst dich... Weil du dann noch etwas... Weil Yoshi dann noch etwas auf der Zunge hat. Und deswegen nichts mehr fressen kann. Ach so. Du musst schon ein bisschen springen auch noch. So einfach ist es ja noch gar nicht. Ist jetzt nicht schwer, aber... Ist halt ganz lustig. Was zum... Wie soll das denn gehen? Ganz einfach. Du musst halt hochschwimmen dabei, während du den einen auf der Zunge hast, damit du in den anderen reinschwimmst. Sehe ich eigentlich, wenn es geklappt hat. Weil, dass der dann verschoben ist. Der hat dann nicht mehr die gleiche X-Koordinate wie der andere. Naja, ja, das ist guck mal, Beispiel, sie bewegen sich jetzt anders. Sie waren ja vorher ja, übereinander. Ja, du musst es dann verschoben haben.
Ja, den einen müsstest du jetzt verschoben haben. Müsste. Und jetzt hat das ist nur nicht mehr die Zunge ausstrecken. Darfst nicht mehr die Zunge ausstrecken, sobald du auf Yoshi sitzt. Sobald du auf Yoshi sitzt, darfst du nicht mehr die Zunge ausstrecken. Ah! Ich streck sie doch nicht aus. Ja, gut. Ich sag's ja auch nur nochmal, dass du es auf keinen Fall machen darfst, weil dann hat er nämlich wieder seine Zunge frei. Im Moment ist die Zunge nämlich quasi besetzt. Aua, aber ich darf den Fisch wahrscheinlich nicht töten, ne? Doch, weiß ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Da bin ich mir nicht sicher. Du kannst ja Yoshi jetzt schon mal rüberlaufen lassen. Das geht ja. Ja, so ist gut. Ja, da hätte ich doch aber erst die Koopas töten sollen, das wäre einfacher. Ach, mein Gott. Machst halt das mit dem Draufspringen, das dauert auch nicht lange. Bei mir bestimmt. Nein, Conan, auch bei dir nicht. Oh, jetzt sind es aber wieder normal, die Fische, ne? Ja, das ist klar, aber der hat trotzdem noch was auf der Zunge. Okay. Wenn du es sagst, dann glaube ich dir das mal. Okay. Nett von mir. So, wir machen das Draufspringen, ich bin gespannt. Oh je. Yes! Ja, du musst es aber schon öfter machen. Du kannst es natürlich auch mit Scrollen lösen, weil Scrollen yes. irgendwie geiler ist. Nee, das Draufspringen ist ja einfacher als das Scrollen. Aber Scrollen ist cooler. Das will ja, ich auch einbauen, das mit dem Scrollen auf jeden Fall. Ja, nee, lass mal. Doch, das ist geil. So, und jetzt laufe ich nach Yoshi. Yoshi! Ich will doch nur auf dich drauf. Danke. That's what he said. Und, yes! Ja, jetzt kannst du Yoshi hier absetzen und... Jetzt kann ich die Zunge ausstrecken. Ach, du hast sogar den P-Switch. Ja, ja, genau. Und jetzt habe ich genau dieselbe Situation wie vorhin, nur dass ich es quasi... Okay, ja gut. Dass du es cooler gelöst hast, so. Ich hab's gebreakt. Ha! So, kann ich den Typen töten, denn der stört eigentlich ein bisschen. Den brauchst du aber. Ich hab's befürchtet. Jetzt verstehe ich nicht, warum. Hä? Wie krieg ich jetzt Yoshi hier zu laufen? Felix, warum kann man dein Level so einfach mit einem P-Switch breaken? Du kannst den Level, wenn du. Sobald du das. Sobald du das Yoshi darüber bekommen hast, kannst du den Level beenden. Naja, jetzt kann ich den Level nicht beenden. Ah ne, Moment. Ja doch, du kannst. Sobald du Yoshi drüben hast, kannst du das Level beenden. Zumindest mit meinem Break. Hier? Nein, ja, du musst schon in den nächsten Raum gehen, aber... Ach so. Mein Gott. Ja, wie krieg ich jetzt Yoshi hier hin? Das ist ja die Frage. Ja, du musst... Stichwort 65.220. Da gibt's ja nicht so viel, was das machen kann im Moment. Und was Yoshi zum Rennen bringen kann. Du hast es gerade im Bild, das, was es machen kann. Jetzt ist es noch im Bild, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es wieder ja, da, der jetzt Blitz nichts mehr. Halt. Ja, das ist richtig. Und ich krieg den Blitz nicht da hoch. Tja, deine Lieblingstasten brauchst du dafür. L und R. Hä, ich dachte A. Aber natürlich L und R, ja, richtig. Ich glaube nicht, dass ich damit den Blitz hier hochkriege, wenn ich nur L und R drücke. Nur du kriegst den nicht hoch, aber du kriegst den runter und dann loopt der durch. Was? Ja, wenn du im richtigen Moment L drückst oder R drückst, dann fällt er durch den Boden oder was? Ja, und dann loopt er durch. Ach du Scheiße. Du musst quasi scrollen, wenn er ihn gerade losgetreten hat. So kurz bevor der Fuß aufkommt. Oh, steht immer noch 0-0 Nachspielzeit, scheiße. Yes! Ja, und jetzt kannst du den P-Switch in den Mund nehmen. Oder ich würde erstmal den Typen da töten. Der stört nur noch. So, jetzt kannst du hochgehen. Spuck einmal den P-Switch aus. Nein, wobei das egal ist, wenn Yoshi hier durchgelaufen ist, kann ich ja immer noch... Nein, der P-Switch ist weg. Der kommt nicht mehr. Der ist dann weg. Weil dieser Blitz irgendwie unsichtbar ist und der P-Switch dadurch auch komplett gelöscht wird. Okay. Jetzt musst du übrigens vorspulen. Aber ich muss doch jetzt das Ding... Ja, du musst halt immer zwischendurch safe staten und dann, sobald du irgendwann siehst, dass getroffen wurde, loaden. Und
dann halt ein bisschen langsamer machen und dann im richtigen Moment den P-Switch in den Mund nehmen, damit der Blitz den nicht löscht. Okay. Der bewegt sich ein bisschen schneller als so ein Pilz, ne? Oh, fast das Tor für USA. Nö, dürfte sich ungefähr in der gleichen Geschwindigkeit. Ja, wobei noch ein bisschen schneller dürfte er sein. Der ist wesentlich schneller als so ein Pilz, der da runtergleitet. Warum hat der das Tor denn nicht gemacht, der Vollidiot? Na gut, dann gehen wir mal auf Vorspulmode. Aber ich würde sagen, 15-fach reicht, oder? Nein, 30-fach. Mach Na 30-fach, gut, das ich kann wird dauern. natürlich gleich immer Save staten. Ja, genau, so habe ich das auch gemacht. Diese alle paar Sekunden. Zum Beispiel siehst du, dass Yoshi losrennt, den Save State sofort wieder loaden, ein bisschen langsamer machen oder in kürzerem Abstand Save State. Ja. Kriegst du schon. Wow! Du bist ja schließlich ein Mathelehrer in Spe. Da ist es schon soweit. Wie sieht es eigentlich aus mit Staatsexamen? Wann bekommst du die Ich habe keine Ergebnisse? Ahnung. Conan, du musst Mathelehrer werden. Betrachte es als deine große Quest. So. Quest im Spiel des Lebens. Flop. Ja, spuck dir nochmal. Ja, ah, doch, perfekt. Flop. Nein, nicht drücken. Dann Nur kannst du auch da ausspucken. rüber Danke. spucken. Aber gut, ja. Ja, gut. So, was steht eigentlich in der Messagebox drin? Ja, genau, jetzt kommt der Clou. Also in der Messagebox steht drin, nutze Yoshis neue Vorliebe für Pflanzen. Er ist jetzt Vegetarier. Du hast da Deswegen. drüben, du hast da auf der rechten Seite des Screens unter der Röhre schon eine Pflanze gesehen, die Yoshi jetzt fressen soll, im Grunde Richtig. wieder. Das können wir jetzt hier erstmal machen und gucken, was es dann so gibt. Ich setze jetzt hier mal extra Save States. Wahrscheinlich fehlt noch was, aber wir können ja mal gucken. Moment, ja, du kannst, genau. Huch. Ja, dadurch hast du wieder einen Break gefunden, sehr gut. Was? Really? Ja, geh mal durch die Röhre. Really? Ja, zumindest so wie ich es jetzt geschafft habe, letztendlich. So, jetzt kann ich auf jeden Fall das Feuer erstmal kaputt machen. Genau. Das Eis. Jetzt kannst du dich da durchdrehen. Was Das ist da brauchst du. drin? Das brauchst du Point alles State. nicht. Geh mal nach links, geh einfach mal nach links. Ich sag dir eben den Break, den du aber nicht machen darfst. So. Lass mich doch erstmal selber gucken. Ein P-Switch ist fest, sobald Ja, du lass durchs mich. Ziel gegangen bist. Schon klar. Musst den so. Ja, perfekt. Gut. Level Fehlwitze. geschafft. Dann kann ich Inferia doch pausieren mit einem geschafften Level. Nein, das zählt nicht. Ja, ist mir schon klar. Ich hab den Break aber schon gefixt, das ist ganz einfach. Felix, das ist einfach zu fixen gewesen, macht dir nichts draus. Okay, ich darf also weder die Blume so holen, noch. Ja, richtig. Man muss halt den Goalpost, eine, man muss halt eine Lücke unter dem Goalpost lassen, sobald dass man nichts mehr davor legen kann, weißt du? Ich habe jetzt quasi die eine Ecke einen nach unten gesetzt, sodass man, selbst wenn man den P-Switch noch hat, Na gut, einfach also ich darf auch runterfällt. die Pflanze nicht so essen, hast du gesagt. Ja. Aber ich muss die Pflanze essen. Achso, ja, genau, du musst wieder rein, Ladeglitch-Zeugs machen. Naja, halt so wie am Anfang wahrscheinlich diesen Core-Act. Yoshi-Tötungsglitch da. Core-Act. Das ist genau die gleiche Situation wie am Anfang übrigens. Also genau gleich von der Echt genau gleich, dann Blockplatzierung. muss ich mich hier runterfallen lassen. Hat er extra, glaube ich, sogar gesagt, dass es genau gleich ist. Echt sind das genau nur wieder drei Lücken? Kann sein. Warte, ich kann noch mal eben in LM gucken. Ich habe den Glitch übrigens vorhin nicht hingekriegt. Ich habe es dann einfach anders gemacht. Ja, es kommt doch auf dasselbe hinaus, wenn ich. Nee, kommt es nicht, weil ich auf der anderen Seite dann kein Yoshi habe. Ja, richtig. Ja, es ist exakt die gleiche Blockanordnung. Das Einzige, was anders ist, sind die Farben auf diesen Dingern. Du schaffst das schon, komm. Ja.
Felix hat auch gesagt, wenn du es nicht schaffst, soll ich dir einfach die Feuerblume rübergeben. Nächsten Level. Nee, aber das ist blöd, das also so schaffst du das, genau. Habe ich auch gesagt. So, wir haben von zwei Break-Möglichkeiten für eine Break-Möglichkeit jetzt für dein Ende gefunden, Felix, die ich aber jetzt gefixt habe. Huhuhuhu. Was ist denn die Tür da oben überhaupt da? Reset Door, um Sprites zu resetten, weil du den P-Switch auch eigentlich gar nicht haben solltest. Und man mit dem ja alles breaken kann. Ich sollte den nicht haben? Ja, irgendwie scheinbar nicht. Scheinbar hat Felix eigentlich damit gerechnet, dass, Aber wozu nehme ich ihn denn überhaupt die ganze Zeit mit? Der war eigentlich dazu da, um Felix hat doch gesagt, ich muss noch mehrmals diesen Glitch machen, dass ich den P-Switch mitnehme. Ja, warte mal. Dann war das doch auch so gedacht. Irgendwie breakt der den P-Switch noch. Der nimmt nur alles mit dem P-Switch. Ja, das muss doch einen Sinn haben. Ja, warte. Vor allem hat er auch gemeint, je nach Resetor muss ich das noch 3 bis 5 Mal machen irgendwie. Ja doch, stimmt, eigentlich brauchst du den P-Switch sogar noch am Ende. Ja, also lasse ich ihn jetzt hier. Oder steht jetzt ungünstig über der Pflanze und... Ach nein. ...backt das hier irgendwie rum. Okay. Nein. Stimmt, du brauchst den P-Switch auf jeden Fall, ja. Oh mein Gott, ich krieg's wieder nicht hin. Das ist seltsam. Warum hat er dann Reset-Door eingebaut? Ich stell mich nochmal neu auf die Stelle, das ist besser. Resetor ist dann voll unnötig, Felix. Da müsste da Wendepipe sein, weil durch die Door man den P-Switch eh nicht mitnehmen kann. Aber er hat ja auch mir gerade eine neue Version geschickt. Hat er doch von irgendeiner Tür in der Pipe geredet, oder? Achso, du hast gar nicht die Version, die Felix... Ich spiele eigentlich schon die neue. Ja, okay, dann ist das im nächsten Raum. Okay. Ja, klar, ja, das ist die im nächsten Raum. Da habe ich vorhin bei dir in der Bildschirmübertragung eine Pipe gesehen, wo ich eine Door habe, weil ich nur die alte Version habe. Ah, okay. Ich kriege ihn nicht getötet. Also, ich kriege ihn natürlich getötet, aber ich kriege das Ding nicht eingeladen. Wir machen das im nächsten Video. Danke fürs Zugucken. Tschüss. Ja, tschüss.